Jetzt muss ich ja natürlich noch das Sendelsiegel anschreien mit der Tröte. Macht er aber nicht. Hä? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum, ich vermute, letzten Teil von Little Big Adventure. Der gute Twinsen hat sich zu Ende des letzten Videos irgendwie angeschickt, in den Himmel hinaufzufahren. Von wo aus er nicht wiederkam. Ja. Ich sah mich jetzt gezwungen, hier in dieser Sequenz wieder neu zu starten. Das ist ja nicht das Problem. Anhand einer Lösung, die ich mir durchgelesen habe. Nicht komplett natürlich, ich lese Lösungen immer nur so an der Stelle, wo ich sie brauche. Ne? Ich will mich ja nicht spoilern. Wobei es tatsächlich ja jetzt in diesem Spiel nicht mehr viel zu spoilern gibt. Ja, jetzt man muss jetzt wohl hier irgendwie erstmal die sämtliche Bauarbeiter hier irgendwie erledigen. Ja. Vielleicht erwischen die einen auch nicht mal, ausnahmsweise. Also, ja klar, es wird natürlich nicht leichter, wenn man sie nicht weg hat, aber auf der anderen Seite, ich komme an den Typen rechts oben beispielsweise ja auch nicht ran. Ich komme an diese Person nicht ran. Nur so direkt mehr oder weniger. Alles klärchen, machen wir es halt so. Hätte ich eigentlich auch gleich sehen müssen. Ja, es hat im vergangenen Video, da habe ich allerdings viel gespult und viel geschnitten, die ein oder andere Sequenz gegeben. Beziehungsweise die ein oder andere Situation gegeben, in der ich vorgespult oder geschnitten habe, weil es halt einfach zu lange gedauert hat. Hauptsächlich in dieser Sequenz hier sogar bei mehreren Versuchen, da ich diesen Berg jetzt nicht als erklimmbar erachtet habe. Zumindest nicht als erspringbar, weil die, ihr seht ja selber, die Plattformen alle, die sind ja sehr, sehr hoch. Also mit einfach Hochspringen nicht zu erreichen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie probieren, hier ringsrum zu fliegen und dann wird sich vielleicht irgendwo die Karte erweitern, was in diesem Spiel noch niemals der Fall war. Und ich werde so vielleicht meinen Weg finden. Das hat drei oder viermal nicht geklappt, danach habe ich gedacht, es muss ja irgendwie weitergehen und habe mir eine Lösung, wie gesagt, angeschaut. Und ja, anhand derer habe ich jetzt herausgefunden, dass man wohl ja schon diesen Berg hier erklimmen muss. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass Twinsen das jetzt nochmal so macht wie im letzten Video. Nicht. Twinsen, zu Hilfe! Ich bin kein Klon, ich bin die echte Zoe. Ja, die Klone reden auch nicht. Wenn, dann komisch. Ja, knappe 3 Minuten jetzt gespielt. Wie gesagt, du musst das Siegel durchbrechen. Wir können noch ein bisschen was lesen. Kein einziges meiner Geräte hat diesen Felsen durchbohren können. Er hält mir stand, genauso wie der Runenstein. Ich habe begonnen, rund um die Felsenbergspitze zu graben. Aber es wird Monate dauern, bis ich das Zentrum des Planeten erreichen werde. Du wirst es erleben. Ich werde die Prophezeiung für mich ganz allein erfüllen. Und ich werde mich um diesen Planeten richtig kümmern. Durchbrich das Siegel und ich werde dich und deine Freundin verschonen. Twinsen! Man sieht schon, wie er mich verschont, ne? Ich mache jetzt einfach ganz, ganz wildes Gedonnere hier auf den Mann, in der Hoffnung, dass der irgendwann mal... Na endlich. Das hat ja eine Ewigkeit gedauert, mein Liebling. Was? Ich werde zwar nicht von 2 Digoklonen eskortiert, aber ich schwöre dir, dass ich es bin. Suche Sendel auf und dann kehren wir zurück. Du wirst vielleicht etwas überrascht sein, wenn du das Haus wieder siehst. War jetzt einfach, ne? Und den Funfrog einfach mal eben die da runtergeschmissen, ne? Also den hätte man wahrscheinlich so im Sinne von besiegen gar nicht können. Jetzt muss ich ja natürlich noch das Sendelsiegel anschreien mit der Tröte. Macht er aber nicht. Hä? Was? Nochmal? Vielleicht von hier aus? Was zur
Vielleicht muss ich auch draufstehen, kann ja auch sein. Mach ich es jetzt nochmal? Jawohl. Wisst ihr, ich muss mich draufstellen auf das Siegel, die Trompete benutzen, beziehungsweise das Horn, um im Anschluss automatisch wieder vom Siegel runterzugehen. Das ist doch doof. Hätten sie gleich richtig machen können. Guten Tag. Ach, wir reden nicht miteinander, oder? Ach, wird mal gleich abgeknutscht hier direkt, ne? Sie gleich mal gucken, wo lang geht's denn hier am besten? Ach, herrje. Kommst du? Weib? Ja, komm, genau. So. Jetzt klettern wir irgendwo runter, wo wir niemals hochgeklettert sind. Oh, ist das interessant. Ja, ist ja gut. Müssen wir jetzt hier runterfahren? Ja, genau. Ich kann mich an die, also ich wirklich, ich habe das Spiel ja durchgespielt, mehrmals. Ich sag's, ich wiederhole mich da, ich sag's aber trotzdem immer wieder gerne. Aber ich kann mich an manche Sachen aber sowas von nicht erinnern, ne? Also unter anderem nicht an diesen riesigen Saal hier. Ho! Kann man ihn denn überhaupt? Jetzt ist er der ist geplatzt, oder? Der ist weg. Der Funfrock. Der ist weg. Okay. Ich hätte jetzt echt gedacht. Aber den kannst du so lange einprügeln. Ja, ist gut. Wie sonst was? Der ist jetzt tatsächlich kaputt. Oh. Ah, ist das schön. Ah, schaut euch das mal an. Ah, das ist ja schön. Ja, freilich ist das schön. Jetzt sind wir im Universum. Das Sendel, oder? Ein Alien. Ich bin Sendel, wie alle, die du hier sehen kannst. Wir alle sind Sendel. Wir sind hier, um über die Entstehung eines Sternwesens zu wachen, das in ein paar Jahrhunderten geboren wird. Und da wir nur im Herzen des Planeten handeln können, haben wir eine Reihe auserwählter Nachkommen unter den Arten, die an der Oberfläche leben, eingeschleust. Und du bist der gegenwärtige Nachkomme dieser Familie. Und als die Bedrohung durch Pfannenfrog zu groß wurde, habe ich dich im Traum gerufen. Die Entstehung der Sternenwesen wird abgeschlossen werden können, da du uns von Pfannenfrog befreit hast. Es wäre tot, wenn er es erreicht hätte. Und diese Welt wäre implodiert. Dank deiner Hilfe wird sie sich weiterhin entfalten. Jetzt kehre zur Oberfläche zurück. Du bist imstande, die letzten Spuren zu beseitigen, die er dort hinterlassen hat. Schön. Ah, jetzt wird das quasi alles wieder. Die Nordhalbkugel wird wieder hübsch gemacht, ne? So. Ach, guck mal, eine Party ist im Gange. Sogar der Föhnverkäufer ist fröhlich. Der Föhnverkäufer. Den seht ihr nicht, weil er hinter mir ist, leider. Aber er ist da. Vielleicht werdet ihr ihn gleich sehen. Ja, genau. Gleich, so, jetzt müsstet ihr ihn so einigermaßen sehen. Und jetzt seht ihr ihn. Der Föhnverkäufer, dieser griescremige alte Mann, ist ja. Die sind doch plötzlich alle hier. Sogar der Barbesitzer ist hier. Von der Insel Tippet. Naja, mal Südhalbkugel angucken. Warum nicht, ne? Jetzt, wo wir können und dürfen. Oh, was haben wir denn hier? Schaut euch das mal an. Da haben sie was nachgestellt. Die Retter des Planeten.
Was ist denn das für einer eigentlich da? Der im Roten? Neben dem Deko? Wer ist das? Muss ich den kennen? Hovercraft noch da? Prostituierte wie eh und je? Mhm. Ein Bild von Twins. Dinofly? Grüß dich, hallo. Noch ein Föhnverkäufer. Muss ein Nest sein. Oh nein. Der Gitarrist aus dem Weltall mit seiner Gitarre aus dem Weltall ist auch da. Das ist nochmal so eine merkwürdige Gestalt, so in Rot gekleidet. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Okay, das wäre jetzt eine halbe Videolänge. Eigentlich. Aber hey, dann ist es halt mal ein bisschen kürzer. Es müsste jetzt meines Wissens nur noch, müssen jetzt noch die Credits kommen, aber wir gucken mal, wir warten mal ab. Ich weiß auch gar nicht, kann ich mich selber gerade bewegen? Ich kann auch nichts machen. Abspann. Das ist ja geil. Endlich geschafft, wa? Ich gucke, ob ich die Kamera irgendwie vielleicht entfernen kann. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, wie ich das will. So, hören dürftet ihr mich noch, nur sehen nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen. Wenn ihr mich doch seht, dann ist das halt so. Aber ich glaube nicht. Ich lasse das jetzt, wie gesagt, hier auslaufen. Ihr könnt euch noch schön die Credits angucken. Ich bin an dieser Stelle raus. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen da lassen, wenn ja. Nach oben natürlich, in nördliche Richtung. Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr möchtet, auch das Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder irgendetwas auf diesem Kanal. Und wie gesagt, auch immer ist ein Kommentar gern gesehen bei mir. Oder auch zwei oder drei. Ich klinke mich jetzt aus. Und tschüss.